Also Leute, jetzt ist my turn. Zweiter Versuch. Muss sterben. Zweiter Versuch, weil ich gerade eben euch versucht und dann hat wieder die Webcam also ist ein bisschen rumgespackt und wir haben es nicht geschafft, die zu enden. Das war richtig schwer, dieses Logitech-Ding da. Du konntest nicht über den Taskmanager und so weiter, der Prozess ging nichts. Dann habe ich irgendwie was gedrückt und dann ging's. Hat man stroboskopischen Effekt hier gehabt? Ja, dann hat das Spiel ein bisschen rumgespackt, weil ich irgendwie den Taskmanager geöffnet habe. Da gab's Disco, Disco, Disco. Ja, jetzt guck ich immer wieder dahin, weil ich habe irgendwie Angst, dass es wieder einfriest. Aber wir sind jetzt bereit zu sterben. Auch mit technischen Problemen. Musik ist episch. Problem. Und episch, wir werden sowas von episch sterben. Bereit zum Sterben. Die Hand sieht auch nicht ziemlich gut aus. Ich muss leider das Spiel abschließen, deswegen ist die Engelsstatue von mir nicht mehr da. Hoffentlich ist sie da, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Heißt, du musst bis dann überleben. Also wenn du so weit ins Haus reinkommst, du musst durchrennen. Sonst hast du keine Möglichkeit, da wegzukommen. Ich werde sie alle umbringen. Scheiß auf die Kiste, die in diesem kleinen Abstellraum daneben steht. Du musst da durch, sonst wenn du da in den Raum rennst, kommst du nicht mehr da weg. Ich bringe sie alle um. Ja. Okay, war ein Versuch. Die Kamera ist wieder eingefroren. Geil. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Egal, dann machen wir jetzt die Folge einfach ohne Kamera. Ja, vielleicht ist ja noch was da. Bei uns ist sie eingefroren. Ja. Vielleicht ist da hin und wieder mal was da. Oh mein Gott. Ist doch ja, also das war's mit der Engelstatue. Nein. Ja, wow. Was hast du denn jetzt bekommen? Nix. Weil du vorher nichts hattest. Aber meine Statue, die ist weg. Ja, was hätte ich machen sollen? Oh, starkes Zeug. An der Kiste ist doch nicht, die würdest du sofort sehen. Ja. Ja, ich guck trotzdem, vielleicht ist sie hinterm. Ja, klar, guck dich nur um. Wohnwagen. Ja, schon, aber wo ist es denn, der Draht? Ich sehe den Draht auch nicht. Geht der oben drüber? Ich weiß es nicht. Hm. Ja, geh mal durch. Du hast jetzt eh nichts, was du verlieren kannst. Doch, starkes Schlüssel. Aber ich will jetzt eh noch nicht ins da rein, aber ich guck mal. Tatsache, du kommst durch. Ah. Ja, was ist denn hinten noch? Du kommst doch nicht zum Gewächshaus rein, da musst du ja eh einen Schlüssel für finden. Aber vielleicht findest du ja noch was anderes da. Okay. Oder vielleicht kommst du wirklich schon rein. Geh mal gucken. Wer weiß. Okay, da schon mal nicht. Und da oben. Ich bin sie gemacht, Juri, einfach mit dem Messer. Ja, klar. Kein Problem. Ich stich mir in die Hand, ey. Nein, da brauchst du eine Schlüssel, okay. Ich hab gleich ein Messer. Mit dem Messer. Warte. Ich hab das hier. Okay. Wir haben alles versucht, wir müssen jetzt nach Hause wieder. Scheiß auf Mia. Wir gehen jetzt uns neu angeln. Ich meine, wieso? Das geht doch voll. Also, wir sehen doch gut aus. Wir haben ein Messer. Das können wir jeden überzeugen. Da oben war nur eine grüne Kiste für später. Können wir nicht die Veranda hochklettern? Nein. Das heißt, ich muss jetzt hier auch durchlaufen. Du musst ja durchlaufen. Du darfst so eine kleine Kiste öffnen oder so, sonst bist du direkt am Arsch mit den Kreaturen. Das heißt, durchlaufen und durchrennen bis in den nächsten Raum. Okay. Da kommst du auch nicht ran. Du musst sowieso ran. Nein. Und weiter renn geradeaus, sonst kommt von links noch einer. Vorsicht, da kommt gleich auch noch einer und nutzt die Falle, wenn die noch da ist. Also im nächsten Raum. Ja, vielleicht ist das ja auch immer random. Nutze die Falle, wenn sie da ist. Okay, die Falle ist da. Okay, nutzt die. Geil. Das
kannst du aber leider immer noch. Jetzt musst du immer noch auf Risiko gehen bei den Kisten. Oh Gott. Ich mache mir mein Glück. Hast du doch gerade eben auch gesehen. Du kannst den Stabilisierer vorher nehmen, vielleicht überlebst du das. Ich kann schnell nachladen. Krass. Ist es nur nachladen, nicht leben? Nee, nur nachladen. Aha, Brenner ohne. Ja doch, mit 150. Ja, dann kannst du jetzt unten runterrennen. Da unten alles klären. Und mit dem Brenner, glaube ich, ich weiß nicht, ob du mit dem Brenner schneller bist oder ich würde den Brenner noch behalten. Du musst 9-mal mit dem Messer auf das Ding einstechen, vielleicht bist du damit schneller, als dieses Ding zu killen. Vielleicht direkt mit dem Brenner machen müssen. Bumm! Wir sollten es nicht sofort öffnen. Aber jetzt muss ich durchrennen, dann habe ich den Brenner. Ja, du hast den Brenner wieder, aber wahrscheinlich auch mit derselben Munition. Mhm. Und? Naja. Ich mache mir mein Glück. Mal gucken, ob ich da einfach so durch kann. Aber. Da hast du ja nichts. Ja, manchmal ist es ja random, ne? Ja, aber da sind ja jetzt noch nicht mal Kisten. Ja, die Kisten sind schon am selben Ort, wenn die das spawnen. Ja, vielleicht wäre da sonst auch sonst vielleicht eine Kiste, hätte sein können, dass da ganz selten eine Kiste ist. Den Spielentwickler, ne? Nein. Dachte ich. Kuckuck. Ich kann den Chemielabor öffnen, den ganzen Chemikalien, die ich habe. Chemikalien kriegst du da zu viel, alles, dass du irgendwas damit machen kannst. Oh, es ist eine Einsackkiste. Boah. Schon wieder, super. Noch bessere Voraussetzungen. Das, deshalb habe ich nicht so schnell draufgegangen, weil ich das nicht gemacht habe. Das hat gefehlt. Bumm. Schau. Starkes so vor allem. Jetzt nach unten, dann flambiere ich den Typen, weil ich brauche zu lang. Oder ich mache das. Du kannst, ich glaube, dieses Monster besser auf der Treppe killen, weil du kannst dich da bücken. Du bist so oder so tiefer. Weißt du, du kannst den Angriffen schon aus dem Weg gehen. Und ich flambiere den dann, oder? Ich würde es mit dem Messer machen, das habe ich ja vorhin auch gepackt. Den Typ mit dem Messer töten, meinst du? Ja. Ah oh, ne, ich hab die Waffe genommen, stimmt. Oh, das sind 150. Okay, ich hab eine Idee. Vielleicht kriegst du jetzt eine Waffe. Wer weiß. Ansonsten laufe ich durch, also nimm den Brenner, brenn mich durch, geh durch und habe ich mehr Platz zum Ausweichen und den Typen umzubringen. Ich würde dir nicht in die Falle laufen lassen, weil. Die brauchst du für den Fetten. Ja. Jetzt hast du gar keine Kiste da, super. Wir hätten das nie eine Kiste, ne? Okay. Kannst du direkt wieder durch. Fokus. Juhu. Schau, dass du in die ersten zwei Kisten, die da drin stehen, nicht rankommst. Ah, die wird schon ein bisschen. Oh, das ist auch noch ein Fall. Oh. Da ist gar keine. Da ist auch keine. Warte mal, das ist jetzt die Chance für die nächste Kiste, du hörst nicht. Ey, wie viel Zeit haben wir eigentlich schon hinter uns? Also, können wir das auch? Ja, du hast noch 10 Minuten. 10 Minuten, können wir mal eigentlich gucken. Die siehst du bei Audio City. Ah, stimmt. Ey, hier ist ja nie gar keine Kiste mehr. Oh, da ist eine Kiste. Die auch. Und da oben, links. Wow!
Schieß besser. Sicher, sicher, ne? Ja. Ich hab vorhin echt gedacht, dass die Entfernung gereicht hätte. Ich kann es weiterfinden. Da war ja nichts. Das ist wahrscheinlich die auf. Die zuerst kaputt, damit du die Sachen hast, ja. Ja. Hammer. Sauber. Dann will ich dir das Messer nehmen, du hast jetzt Zeit. Ja, stimmt. So wie Mami es immer gemacht hat. Und wieder schön drumherum. Ich weiß halt nicht, ob die bei dir selber auch ist, aber ich glaube ja. Vorsicht, da war noch eins. Nimm die Waffe wieder. Da kommt jetzt gleich ein Kreatur von da. Ich weiß, aber ich dachte, es kommt vielleicht dann wieder ein Shotgun. Natürlich jetzt versuch jetzt so wenig Schüsse wie möglich auf Distanz zu machen. Da muss ich nur ganz schnell die Tür öffnen und abhauen. Sehr schnell, sonst steht er direkt davor und macht wieder zu. Jetzt lauf. Die Tür muss offen sein. Geh weg! Nicht dahin! Ich kann nicht! Ach, da, okay. Ich dachte, du bist voll rückwärts gelaufen. Oh, der ist vorbei. Nimm das Maschinengewehr. Und jetzt komm ich da nicht mehr dran. Ja, der ist selber dran vorbeigelaufen. Ich komm nicht mal an die Kiste dran, ne? Eventuell schon. Ich konnte nicht so schnell wieder zurück. Oh Mann, das ist doch so eine Kacke. Ja. Ich meine, was geht die Tür automatisch dann zu, dass du das Typ dann abgeschlossen hast? Vielleicht. Ja, fick dich. Du fickst dich auch. Ich habe solche Angst vor euch. Du fickst dich noch am meisten, ey. Hier keine Dreierkiste. Wenigstens noch eine Zweierkiste. Hoffentlich ist alles gut. Halt gegen. Steh nicht auf. Bemühe dich nicht. Keine Kiste, schade. Jetzt muss ich mit dem neuen Schulenschuss nicht umbringen, ey. Und den musst du so schnell wie möglich umbringen, ansonsten hast du verkackt. Okay. Zwei Schüsse. Und hoffentlich kommst du an die Statue ran. Nein! Kommst du nicht dran vorbei. Da brauchst du erst den Stabilisierer für, um da durchzukommen. Schade. Ja, jetzt hast du die Pistole, jetzt kannst du das eine Ding da unten noch. Oh, okay, das wird schwer. Wolltest du nicht lieber sagen, unmöglich? Je nachdem, vielleicht ist hier links die Kiste. Vielleicht kommst du da noch was ran.
Aber du warst auch schon fast sehr nah dran. Vielleicht kannst du den noch vorher ausschießen, kannst den rausdribbeln. Du musst ihn nur einmal im Kreis locken. Ich glaube, es geht nicht so weit. Das sieht aus, als wenn der. Ich glaube echt, der geht aber wirklich nicht so weit. Wer geht nicht so weit? Der Brenner. Wenn du die Flamme machst, das sieht aus, als wenn die voll nah dran ist. Haut doch ab. Diesmal warte ich ein bisschen. Ja, warte da in dem Raum um die Ecke, bis der da ankommt. Komm schon, Fett, die Fettmann. Hallo? Ich hab gesagt, du sollst herkommen. Danke. Geh zurück. Stell dich mittig davon, so, dass er da voll reinläuft. Okay, jetzt. Sauber. Also weiter. Oh ne, ich muss ja warten. Stimmt, da war ja was. Kannst du Money machen? Ob das geht. Wie lange hat er gebraucht zum Auslösen? Wenn du jetzt vorgehst und direkt wieder, also nur triggerst und dann direkt weggehst. Jetzt weg, weg. Geil. Ich krieg aber nicht alles, ich krieg nur das Maschinengewehr. Da kannst du jetzt aber rumgehen, ne? Da hinter der Platte. Pass auf, nach Fallen oben. Okay. Da kommst du nicht vorbei, ja, dann. Willst du die auch triggern? Schade, ich hatte doch eine Pistole, oder? Also. Ich weiß nicht. Oben kann auch was runterkommen. Das ist jetzt die Gefahr, die du da hast. Wow, ein Messer. Ein besseres. Okay. Für die Papa. Oh. Vielleicht. Oh ne, in den Dingern wird nichts drin sein, in den Grabdingern. Diese Öfen. Ne. Ja, das Heilmittel bringt ja auch nichts ohne den Stabilisierer. Ja, dann kannst du aber erstmal nichts machen. Ich dachte, ich hab schon Mr. Everywhere irgendwo gehört. Eine Falle machen, pass auf. Okay, der hat mich. Weg, der springt! Oh, scheiße, das ist ein Springer! Ja. Das war knapp. Der hätte dich jetzt gekillt. Okay, das schockt mich. Und man sieht es natürlich wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht. Für uns ist es ist das Standbild hier. Fuck. Ich bin ganz normal. Okay, du hast immer noch den Fetten da hinten. Oh ne, oder? Ja, so. Ich weiß nicht, der ist ja nicht mehr da. Mhm. Aber sie haben so ein anderes, so mit diesem Masturbierarm da. Ja, da musst du die Fallen nutzen. Ja. Und pass auf die Bombe oben auf. Und da unten war noch eine Kiste. Kannst Heilmittel wieder machen. Ja, wir haben eins noch. Bringt dir aber nichts ohne. Ja, und wir haben noch eins. Ja. Deswegen. Fall ist wieder am selben Ort. Kommst du nicht ran? Ist auch noch nichts. Dann darfst du den Typen triggern.
und wird. Das war schon knapp, fand ich. Ja. Der kommt noch. Oder ist er tot? Ja, der kommt. Boah. Wenn der durch das Fallen noch draufgegangen wäre. Also, wenn danach die Explosion entstanden wäre. Uiuiui. Bevor du jetzt zwei Schüsse verschwendest, schießt zuerst auf die Kisten. Okay, wir müssen in den Raum rein. Auf. Und jetzt nicht durch die eine Wand zu rennen. Da unten jetzt gleich noch eine Überraschung. Vorsicht, Falle. Ja, das ist die Überraschung. Ja, aber sonst kommen wir jetzt ganz normal durch. Hehehe. Guck nochmal nach einer Falle. Okay, sicher, sicher. Das Wesen der Verteidigung? Gleich mal angucken. Oh nein. Tu die Piste weg. Ich würde die Piste weg tun und die Schrot dafür nehmen. Reduziert den netten Schaden beim Blocken. Achso, ja, nimmt den Platz weg. Oder du kombinierst jetzt zur Medizin. Kann ich nicht. Doch, wir haben Kraut und wir haben. Nix. Ach, ja, doch, der. Doch, wir können nochmal. Aber... Ja, du musst erst das ein. Ja, genau. Ja, müssen wir machen. Dann hast du Platz für die Short, ja. Ich will es doch. Okay. Wir hätten eigentlich das Messer eigentlich wegwerfen können. Vor allem. Ja, das geht ja auch. Das schmeißt mir aber direkt das eine Messer, würde ich sagen. Ja. Das war jetzt eigentlich umsonst, was wir gemacht haben. Ah, oh, schade. Egal. Hä? Das Inventar ist schon immer ein bisschen scheiße gewesen, finde ich. Und weiter geht's. Sagst du die Tür da hinten, ne? Nimmst du wirklich das Messer? Ah, ich kann ja gleich das andere. Ja, ein Hit und du bist am Arsch. Deswegen. Vorsicht! Alter! Ja, hab ich nicht, du hast mich viel mehr erschreckt dadurch durch das Vorsicht. Ich bin niemals durchgegangen. Du kennst mich nicht. Vorsicht, auch Kreaturen, die von hinten kommen könnten, ne? Die von oben halt runterfallen oder so. Da oben ist die Kiste. Ich weiß. Vorsicht vor Springern. Scheiße. What? Oh Gott! Nutze die Fallen, nutze die Fallen, nutze die Fallen, wenn es geht. Es geht nicht! Ja, in der Mitte war eine Falle. Lauf, 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 lauf. Versuch den in die Mitte zu locken, der ist hinter dir. Du musst doch schneller sein. Noch eine Runde drehen. Vorsicht auf. Ja. Alter. Machen. Ach. Jetzt etwas. Hinter dir im Raum noch. Hey. Verstärkt ein gutes Ohr. Das ist das Einzige, was ich nie komplett gesehen habe. Weil Gronkh vorzeitig aufgehört hat. Nein. Ich will. Das ist das. Von irgendwo kommt noch was. Die Kiste.
Falle? Nee, ne. Okay. Ist da hinten noch lang? Nach oben, ne? Das heißt, ach ja, da unter das wir müssen Bett, wieder gegen die Dings kämpfen. Das war doch unter dem Bett. Das heißt, wir müssen gleich gehen. Alter, wie unfair ist das denn? Wir hätten dran denken müssen. Wie wir hätten dran denken müssen? Soll ich wissen, dass da eine Falle ist? Wir hätten nur dran denken müssen, dass alles mit Fallen ausgelegt ist. Wir hätten vorsichtiger sein müssen. Im Hauptschiff war da keine Falle. Aber diese Art Falle schon. Ja, aber war anders. Wo hätte ich das? Ja, auch die Sprengfallen waren nicht an den Positionen, wo sie... Ja, schon klar, aber woher soll ich... Da war doch nichts zum Triggern. Alter. Aber wir haben es trotzdem da gut gehalten eigentlich. Ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir das komplett durchziehen? Das könnte sich lange in die Länge ziehen. Ich will es doch einmal machen. Aber ich würde trotzdem aber sagen, dann in der nächsten Folge. Wir sind nämlich jetzt bei 26 Minuten, dann machen wir jetzt besser einen Folgencut. Ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Okay, soll ich jetzt hier? Ciao. Soll ich jetzt, ciao.